Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist Simon ein Ehrenmann? Wird er sich die Glatze machen? Wird er sich die Glatze machen? Okay. Hätten wir beide die. Boah, ich hab ein bisschen Schiss, Alter. Nachdem Simon gesagt hat, er hat auch richtig gegen mich gefrontet, habe ich echt gut Schiss, Alter. Für uns zwei. In dem Sinne würde ich dann sagen, Strom brauchen wir noch. Boah, dann würde ich an der Stelle sagen, let's go, oder? Okay, ja, hat er nicht gemacht, der war ja gar nicht hier schon. Ey, versuch mal nicht hier zu clickbaiten, mein Junge. Simon. Okay, Freunde. Heute bin ich ein bisschen aufgewühlter als sonst. Erstmal eine kurze Summary für alle Leute, die jetzt nicht genau wissen, was hier gerade passiert ist und was hier gerade... Es geschieht Geschichte gerade, ich sag's euch. Es ist so dumm. Okay, ich fange einfach mal an bei dem TikTok-Video, was ich vor 3-4 Tagen mit Marius und Passi gedreht habe. Legendäres Video jetzt schon. Das Ganze ist so abgelaufen, ich wollte eigentlich wirklich nur ein Video drehen, wo wir WG-Challenges für TikTok machen. Ich habe die Vlog-Kamera in die Hand genommen, bin rübergegangen in den Raum und plötzlich habe ich dann gesehen, dass Passi auf einmal voll die kurzen Haare hat und offenbar irgendwie einen Haarschnitt bekommen hat. Dann habe ich gesagt, was geht ab, die ganzen Friseure sind noch zu und hat er gemeint, yo, habe ich mir selber geschnitten. Passi hat Haare geschnitten. Habe ich halt einfach, also wirklich komplett aus Spaß, aber so gesagt, boah, geil. Hat er noch so gesagt, Marius hat mir auch ein bisschen geholfen. Ich dann so, hey, könnt ihr auch meine Haare schneiden? Guck mal, ich muss gerade Cap anziehen, weil es so wild aussieht. Und die beiden dann so, ja, klar, gar kein Problem. Und dann hat Marius irgendwie so von hinten reingerufen, so. Und habe ich halt so, so komplett. Und jetzt kommt der Moment, den Simon sein Leben bereuen wird. Komplett aus Spaß, wirklich komplett aus Joke. Einfach nur gesagt, so Glatze, Glatze, Leute, 10.000 Likes, boom. Damit war der Vogel dann auch schon an der Stelle abgeschossen, weil Marius... Nach nicht mal 24 Stunden waren hier die 10.000 Likes voll. Guck mal, was Simon sagt, Du bist dann quasi direkt hergeraced. Yo, das hast du jetzt gesagt. Bei 10.000 Likes Glatze, boom. Jetzt kommst du hier nicht mehr raus, Simon. Und das ganze Video, danach hätte ich mir auch einfach sparen können. Also an der Stelle hätte ich das ganze Video auch eine Minute gehen lassen können. Weil was danach kam, hat irgendwie keinen mehr interessiert. Alle haben einfach jetzt nur noch letztendlich den Hype auf die Glatze geschoben. Vor allem Marius halt. Die ganze Zeit im Video so, ich sag da nur eins. Lass da den Like da, dann rasieren wir im nächsten Video Simon die Glatze. Wir müssen die 10.000 Likes kriegen, damit ich Simon neu... Ganze rasieren darf. Und das wäre das halt an der Stelle nicht irgendwie schon genug gewesen, hat Marius dann... Wie, ich bin asozial, Leute. Aber als ob ihr das nicht auch sehen wollt. Er hat das so krass ernst genommen. Er hat dann einfach Insta-Stories angefangen zu posten und so... So, Simon wird mich richtig hassen. Es war wirklich die Mission meines Lebens, diese Likes vollzukriegen. Ich frage euch nicht offen was, aber ihr müsst es machen. Weit nach oben, dann kommt ihr zu diesem Video und lasst einen Like da. Denn dann muss Simon sich bei 10.000 Likes eine Klasse machen. Aus dem dummen Joke. Let's go! Dann hat er auch noch einen Stream gemacht. Einfach einen Stream, in dem er mich dann nochmal angerufen hat und mich nochmal auf dieses ganze Thema hochgehypt hat. Letztendlich hat er aus diesem Video sogar ein Streaming-Highlight-Video gemacht, hat es auf seinen Kanal hochgeladen und da drin droppt er einfach Sachen wie diese. Was habe ich denn da gedroppt, was Simon so getriggert hat? Euch bitte 20 Accounts und einfach nur das Video liken. Mir ist alles egal, ich will nur, dass die 10.000 Likes voll sind. Also ja, auf jeden Fall, auf geht's. Ich würde an der Stelle auch einfach sagen, haben wir geschafft. Ehre, Leute. Ich habe die letzten 24 Stunden wirklich irgendwie so ein bisschen Krisenmanagement in meinem Kopf betreiben müssen, weil ich mir so dachte, so Digga, also was passiert hier gerade und was mache ich hier? Weil meine Grundsituation, einfach nur, dass ihr die auch so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich habe hier jetzt die... Red dich nicht raus, Jung. Wettschulden sind Ehrenschulden. Diese Aussage getätigt. Und es stimmt. Ich hab's letztendlich gesagt. Ich habe gesagt, bei 10.000 Likes kommt die Glatze. Und ein Begriff, den ich jetzt in den Kommentaren in den letzten 24 Stunden noch überall gesehen habe, sind halt Wettschulden gleich Ehrenschulden. Dr. Lost? True. Und sehe ich letztendlich auch so. Wenn man was sagt, dann sollte man sein Wort halten. Aber auf der anderen Seite der Dinge habe ich halt wirklich 4 aktive Gegenargumente, die es für mich einfach wirklich extrem schwer machen, zu sagen, okay, ja, easy, weißt du was? Was kommen denn jetzt für Ausreden? Ich habe es einfach irgendwie kurz gesagt, habe irgendwie gedacht, das nimmt am Ende des Tages eh keiner ernst. Ja. Hast du nicht mit mir gerechnet? Zweiter Punkt. Meine fucking Haare sind halt knallrot. Und das ist halt inzwischen wirklich, nicht nur für mich persönlich, sondern auch, ich glaube, für die gesamte Menschheit ist es wichtig, dass ich rote Haare trage. Es gibt sogar dieses Kuscheltier-Ding von mir. Und die roten Haare sind halt einfach, also ich fühle halt auch die roten Haare so krass als ein Teil von mir, dass es für mich wirklich, es wäre wirklich wie, wenn man einfach mal einen Körperteil oder sowas abschneidet. So ein Körperteil. Haare gehören zum Körper. Oder wie, wenn Abdammit. Man so, ich weiß nicht, einfach irgendwas, was einem so voll wichtig an sich selber ist, halt einfach, ja, wegmacht. Er hat einfach wirklich gar keinen Bock. Für diesen kleinen Fehler ist das allein schon irgendwie einfach ein zu großer Punkt. Dritter Punkt, ich drehe am Montag mein verdammtes Musikvideo und ich habe keinen Bock, dass es wieder, genau wie beim letzten Musikvideo, einfach wieder eine Entstelltheit von mir gibt. Letztes Mal war mein ganzes Gesicht einfach am Arsch. Alter, das war aber auch echt seine eigene Schuld. Bei dem Dreh war ich halt auch dabei. Junge, das ist doch keine Ausrede. Also, was haben wir bisher? Wir haben bisher, höre ich ganz viel, mi, 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 mi,
bisher habe ich noch nichts, warum die Glatze nicht passieren sollte. Versuchen wir mal zu überzeugen hier. Weil ich einfach im Meer in den fucking Stein reingesprungen bin. Da könnt ihr euch die ganze Geschichte auch noch irgendwie mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Jetzt habe ich 7 Monate Musik gemacht, mich künstlerisch komplett gefunden und da die Energie meines Lebens reingesteckt. Und das ist jetzt der allererste Release, der übrigens nächsten Freitag rauskommt. Dann merkt ihr alle den Song hier kurz einspiele. Wären wir nicht einsam zu zweit. Und diese 7... Der Song ist geil, das muss ich mir echt lassen. 7 Monate gegen diesen einen kleinen dummen Fehler in so einem unnötigen Video. Das wäre einfach, am Ende des Tages wäre es nicht cool. Am Ende des Tages wäre es falsch. Und der vierte Punkt, und der gibt mir jetzt ein bisschen Hoffnung, und da hoffe ich jetzt wirklich, Jetzt versuch mal zu überzeugen. Also mit dem Musikvideo lasse ich halbwegs gelten, ne? Also ich verstehe das ja auch voll, ne? Ich habe ja mitbekommen, wie viel du daran gearbeitet hast. Aber ich brauche nur einen Punkt, der mich richtig überzeugt. Jetzt hau mal raus. Da habe ich unfassbar viele Kommentare gesehen, die halt letztendlich auch wirklich sagen so, nein, Digga, mach dir keine fucking Glatze. Es wird so scheiße aussehen. Und ihr habt recht, es wird einfach ultimativ kacke aussehen. Früher zur Schulzeit mal einmal irgendwie so 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter Haare und es sah so scheiße aus. Ich habe nämlich dieses Problem, dass ich eine mega komische Kopfform habe. Wenn man hier von der Seite guckt, dann, also jetzt wegen den Haaren sieht es nicht so richtig, aber ich habe hinten so einen richtig flachen Kopf und das ist so eine richtig glatte Stelle. Und das sieht einfach so dermaßen... Wenn wir noch die glatte Stelle sehen. Sprich, ich sehe einfach auch wirklich absolut hässlich aus. Und kein Mensch hätte halt Bock, irgendwie dann irgendwie so einem Typen zuzuhören, der einfach hässlich aussieht. Ich will damit nicht sagen, dass alle Menschen, die eine Glatze haben, hässlich aussehen, aber mir steht es halt absolut gar nicht. Meine Kopfform ist einfach nicht dafür gemacht. Und ja, es gab auch super viele Kommentare, die gesagt haben, so, boah, geil, Glatze, gib ihm, Junge. Zum Beispiel ich. Aber es gab eben auch viele Gegenstimmen, die irgendwie dann so, sag ich mal, so ein bisschen sich auf meine Seite, oder zumindest meine Interessenseite gestellt haben. Und aus diesen ganzen 4 Argumenten, vermischt mit der Tatsache, dass ich eigentlich mein Wort schon irgendwie halten will, habe ich mir jetzt folgende Idee überlegt. Ganz kurz, bevor die Idee kommt. Ich will einmal kurz sagen, also für mich ist das mit dem Musikvideo super verständlich. Ich finde erstmal cool, dass du scheinbar dein Wort halten willst. Ne? Wettschulden sind Ehrenschulden. Deswegen, okay, dreh da ein Musikvideo, aber dann ist Glatze angesagt. Ich jetzt, Leute, dass ihr das Ganze gut heißt. Und zwar... Jetzt bin ich gespannt. Noch hat er nicht gegen mich gefrontet. Simon hat mir irgendwie erzählt, er frontet richtig gegen mich. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Habe ich mir überlegt, wir könnten eine kleine Challenge machen, okay? Weil es wäre ja irgendwie auch zu lame, würde ich jetzt einfach meine Haare abrasieren. Eine Challenge finde ich immer gut. Wirklich die Glatze bekommen soll. Ja, weiter. Die Richtung bin ich gut. Und dann wirklich für 1-2 Monate einfach kacke aussehen soll. Dann muss ich schon so richtig verkackt haben, dass ich jetzt dann auch wirklich diese Schmach verdient habe. So. Und diese Schande auf mich wirklich nehmen muss. Und diese eine kurze Versprecher ist für mich nicht genug Versagen an der Stelle. Und deswegen hätte ich die Idee, jetzt irgendeine Challenge ins Leben zu rufen, bei der ich jeden einzelnen Zentimeter meiner Haare kämpfen muss. Ich will dafür einfach kämpfen, Leute. Okay, ich bin hooked. Will ich einfach nur dafür kämpfen, okay? Ich habe da so ein paar verschiedene Ideen. Man könnte irgendwie sowas machen, dass ich irgendeine Challenge machen muss und jedes Mal, wenn ich verkackt, geht 1 Zentimeter mehr weg. Und immer weiter nach oben geht es auf 0 und dann oben geht dann die Haarlänge weg oder sowas. Oder ich muss mir irgendwie jeden einzelnen Zentimeter quasi erstmal erkämpfen. Finde ich fair. Finde ich, also das, was er, also ich weiß nicht, was noch kommt, aber finde ich fair, weil ihr sagt schon, ein kleiner Versprecher und so und ich bin ja auch kein Unmensch. Simon eine Chance zu geben, ein bisschen seine Haare zu behalten, finde ich okay. Aber ich bin jetzt erstmal auf die Challenge an sich gespannt. Irgendwie sowas. Ich weiß es letztendlich noch nicht genau. Ich will da letztendlich nämlich auch euren Input einfließen lassen. Ich will, dass ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, was wir für eine Challenge machen können. Ja, das ist geil. Das finde ich richtig geil. Ja, jetzt bin ich hyped. Also ein richtiges Hunger Games. Aber anstatt ein Hunger Games ist es Glatze Games. Denken wir am Ende des Tages auch, Marius, dieser kleine Halunke, hat dieses ganze Ding hier so aufgebauscht, dass er am Ende des Tages auch verdient hat, dass mein Team Willpower auch mal auf ihn gefeuert wird. Ohne davon war nicht die Rede. Hier jetzt, sag ich mal, so zu hart in irgendeinen so Battle-Mode zu gehen. Am Ende des Tages fände ich es auch gar nicht schlecht, wenn ich vielleicht gegen Marius eine gewisse Challenge mache und er dann auch irgendwelche Schulden einlösen muss. Dass wir zum Beispiel sagen, dass er sich seine Haare wieder so fucking blond färben muss. Nee! Ich will nicht wieder so aussehen. Ich sah halt echt scheiße aus. Nee, Simon. Vergiss es, ich mach mir die Haare, egal was du jetzt sagst, ich mach mir die Scheißhaare nicht mehr so blond. Wie früher, was halt wirklich, also er bestätigt es mittlerweile selbst, deswegen darf ich es auch sagen, es sah halt absolut insanely kacke aus, vor allem, dass dann diese Ansätze nachgewachsen sind. Das kannst du vergessen. Okay, Leute, folgendes. Bevor wir jetzt weiter gucken, ich darf jetzt nicht rumheulen. Ich habe das angestoßen mit der Glatze. Ich habe gepusht mit der Glatze. Wir haben uns die Glatze erarbeitet. Und jetzt muss ich auch für die Folgen gerade stehen, ja? So Primetime. Wenn er einfach wieder diese eklig so knallgelb-mäßigen Haare hätte, so. Nix mi. Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ich habe doch nicht gesagt, bei XY Likes mache ich mir das. Warum soll ich denn jetzt die Haare scheiße färben wieder? Was ist mit euch los? Ich dachte, ihr seid auf meiner Seite. Wenn ich dann wirklich so komplett versage, angenommen, okay? Angenommen, ich verkacke komplett und habe da eine Glatze, dann würde ich die tatsächlich dann auch mit Stolz sagen. Da würde ich allen Leuten sagen, so, ey, ja, ich sehe voll scheiße aus, guck mal hier. Boah, jetzt, ey. Wenn ich jetzt einfach meine Haare abrasieren würde, dann wäre es für mich einfach mega Kann ich verstehen, den Grund. Also diese Haare abrasieren, du musst schon eine coole Story haben. Wenn Simon ein
hottest Chick trifft und die fragt, warum siehst du so scheiße aus, dann muss er eine gute Geschichte haben, damit er noch eine Chance hat. Ist ja so, wie gesagt, nach wie vor, Wettschulden, Ehrenschulden-Thema. Ich kann es jetzt nicht einfach so sagen, dass wir das jetzt einfach so machen, sondern ich will euch am Ende des Tages noch die Chance geben, auch zu sagen, yo, findet ihr es cool, findet ihr es nicht cool? Und das will ich folgendermaßen machen. Die 10.000 Likes waren doch schon da, die Leute haben doch gesagt, die Glatze muss da sein. Marius hat es jetzt irgendwie geschafft, dass auf das letzte Video 10.000 Likes kamen. 10.000 Likes sind jetzt auch auf dem Kanal jetzt gerade nicht mal so hart viel. Ich glaube, das ist auch wieder frech. Da sind auch Leistungen noch runter. In diesem Fall hier habe ich jetzt folgende Idee, die ich persönlich einfach mega lustig finde. Und zwar, lasst mal auf das WG-Video gehen, also das Video, wo ihr die 10.000 Likes drauf geben musstet, und lasst dieses Video einfach disliken. Feuert so viele Dislikes auf dieses Video, wie ihr irgendwie nur könnt. Macht euch 20 Accounts. Oh, das ist eine witzige Idee. Wie viele Dislikes hat es schon? 500. Da geht noch ein bisschen mehr. Wie insane wäre es, wenn wir einfach unter 10.000 Likes droppen würden und über 10.000 Dislikes. Okay, ich glaube, Simon steigt die Glatze ein bisschen zu Kopf. Ich hätte mir dann die Chance auf Glatze, dann die Chance auf Marius, möglicherweise mit der fucking strahlreißen Haaren. Nee. Okay. Einfach geile Entertainment-Scheiße. Und mit etwas Glück zieht sich das Ganze dann auch so lang, dass mein Musikvideo hoffentlich wenigstens noch halbwegs hübsch ist. Ey, das wäre wirklich, Leute, das könnt ihr mir wirklich nicht antun. Wenn ich in diesem Musikvideo eine Glatze habe, so dann hasse ich mein Leben. Passt auch einfach null zu diesem Song. Der Song ist viel zu schön, als dass da so ein Glatzkopf rumrennt. Ich glaube, das war an der Stelle aber alles, was ich mir... Ich will keine blonden Haare, Simon. ...irgendwie so aufgeschrieben habe. Deswegen, Leute, wenn ihr am Start seid und wenn ihr Bock habt auf Crazy Action und so, dann gebt richtig Feuer. Geht drauf. Lasst ein Dislike da. Und in dem Sinne würde ich dann sagen... jetzt kommt nochmal der Clickbait am Anfang. Ah, Strom brauchen wir noch. Boah, dann würde ich an der Stelle sagen, let's go, oder? Okay, ja, gute Thumbnails sind wichtig. Das war das Video. Eins kann ich euch schon mal sagen. Egal, was Simon und ihr euch als Community für die Challenge ausdenkt, ich werde für die Glatze kämpfen. Ehre an Simon, dass er wirklich seine Wettschulden annimmt. Eins kann ich euch auch schon mal verraten, ein kleines Geheimnis. Ich mache mir keine komplett blonden Haare, das könnt ihr vergessen. Höchstens so scheiß blonde Strähnchen oder so. Ich habe ja sowieso schon so Strähnchen, die noch ein bisschen heller oder so. Aber mehr auch nicht. Ich habe keine Wettschulden, ich habe keine Ehrenschulden. Eins sage ich, ich guck mal, wie das verläuft. Und mal gucken, ob ich auf Ehrenbasis auch noch was mit meinen Haaren mache. Schau mir mal, was überhaupt die Challenge sein wird. Und dann mache ich meinen Haareinsatz. Ist es ein Deal, Leute? Ich denke schon.